What's up, liebe YouTube-Freunde? Und willkommen bei einem neuen Unboxing. Leute, ich habe bei Loot Trader bestellt, ja, und zwar keine Überraschungsbox, sondern eine Box, die es schon gab, die Horrorbox. Und die werden wir uns jetzt dann anschauen. Und gleich vorweg, Freunde, wenn euch dieses Projekt gefällt und gerade auf meinem Kanal seid, dann schaut doch mal, dass ein Abo da lasst. Das wäre sehr, sehr cool. Bewertungen, Kommentare natürlich auch. Und dann noch eine positive Sache. Das Paket habe ich am Donnerstagabend bestellt, so um 17 Uhr. Samstag war es da. Also Loot Trader, top. Ja, das gefällt mir, so soll es sein. Und jetzt, Leute, packen wir aus. Ist ja auch schon die Loot Raider Box. Geile Sache, das erste Mal für mich, dass ich mir so eine Box gekauft habe. Und mal schauen, was drin ist. Gut, ich weiß eigentlich schon, durch das, dass keine Überraschungsbox ist, aber vielleicht machen wir Abos dazu von mehreren Lootboxen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Jo, ihr solltet noch nicht sehen, was drin ist. Das heißt, ich öffne jetzt einfach mal ganz, ganz gemütlich diese Box. Die Box ist geöffnet und mit was fangen wir denn an? Was zeige ich euch denn als erstes? Das erste, was wir haben da. Blood Balls Bubblegum, Leute. Drei Stück. Ah, sehr nice. Keine Ahnung, wie die schmecken. Werden wir uns anschauen. Dann haben wir natürlich auch Werbung. Ne? Loot Shop, Looters Shop heißt das Ganze da. Und da hinten natürlich auch. Gut, Leute, brauchen wir nicht. Genauso wie Loot im Oktober. Die andere Seite zeige ich jetzt nicht, denn sonst wüsstet ihr nämlich, was in dieser Box drinnen ist. Wumm, weg damit. Als nächstes haben wir hier einen Spooky Sticker. Mal schauen, wohin hiebig, keine Ahnung. Ja. Und ja, das da sieht nach Blut aus, Leute. Sieht nach Blut aus, auch ein Sticker. Sehr schön, sehr schön. Da findet man ja sogar noch einen Zombieball. Eine andere Verpackung, Leute. Gut. Zombieball und das andere waren Blutbälle, gell? Was kommt jetzt raus aus dieser Lootbox? Wir sehen da wieder einen Sticker. Mit einem Gummibandel drüber und hinter dem Sticker verbirgt sich was. Jetzt haben wir das Gummibandel da mal runter. Den Sticker da mal weg. Und was nämlich jetzt sehr, sehr, sehr cool ist, sind Untersetzer. Ja. Walking Dead Untersetzer, Leute. Auf der anderen Seite genau das gleiche Bild. Nicht nur einer, wir haben da auch noch einen zweiten. Wie gesagt, immer das gleiche Bild, kann man immer brauchen, na, solche Untersetzer kann man immer brauchen. Und auch ein dritter Untersetzer, Leute, ist da noch dabei. Und auch hier nochmal zur Bestätigung, auch die andere Seite ist gleich. Das ist schon mal sehr cool, das gefällt mir schon, denn die werde ich vielleicht in Benutzung haben, wobei es natürlich immer schade ist, ne, wenn man dieses Untersetzer verwendet. Aber haben damals, wenn es wirklich wäre, ne, wenn Gäste kommen. Die nächste Kleinigkeit, was drin ist, was ich aber auch sehr, sehr cool finde, ist, Leute, einen Walking Dead Schlüsselanhänger, Walker Hunter, da drauf. Sehr cool. Er ist größer als was ich mir eigentlich erwartet habe. Ja, mein Schlüsselbund ist schon ziemlich riesig, das heißt, die Wärtner wahrscheinlich eher nicht auf wieder, aber er ist schon ganz cool. Ne? Man hat da verschiedene Sachen gehabt, was man auswählen hat können bei dieser Box. Ja, mal denkt nur mal, wenn man die ein bisschen gefallen hat. Nächstes. Und jetzt, Leute, jetzt mache ich da mal das da weg. Ja. Das ist jetzt schon ein Highlight und das passt natürlich genau zu meinen Sammelfiguren auch, die was ich sammle. Ich sag gleich, es ist jetzt kein Funko Pop,
aber ich glaube zumindest nicht, dass ein Funko Pop, ne? Aber schaut's her, zu Alien. Coole Sache. Wir haben das Alien drinnen und Ripley. Es gäbe diese Figuren da. Ja? Und beziehungsweise schaut's mal da her, wie viel das eigentlich wirklich gibt. Ne? Sehr, sehr viel. Und ja, das macht sie wieder sehr, sehr gut in meiner Sammlung. Schon erst, wenn ich dann demnächst einmal meinen Platz aufbaue für den Streaming- bzw. Aufnahmebereich, wo im Hintergrund diese Sammelfiguren und dann noch mehrere natürlich, wegen Funko Pops und so, die was mit dazu kommen, dann auch alle hinten stehen habe. Ja, schaut, glaube ich, ganz cool aus. Greenscreen mag ich keinen. Ich mag, dass da hinten Sachen stehen. Das nächste, Leute, es ist verpackt, aber es ist cool. Wir werden es gleich auspacken. Ist der Jason Voorhees. Eine Plüschfigur. Sehr geil, die packen wir natürlich jetzt aus. Die muss raus da. Die kann man da nicht drinnen vergammeln. Kriegt da keine Luft. Leute, kriegt da keine Luft. Ah, sehr cool. Friday the 13th. Und die Plüschfigur, wie ihr die gesehen habt, die wollte unbedingt. Denn nächstes Jahr kommt ja Friday the 13th als Spiel heraus. Und auf das freue ich mich schon, das werde ich natürlich gleich von Anfang an starten. Jo, jetzt musste diese Figur sein, Leute. Coole Figur. Das werde ich drauf lassen, das werde ich nicht runter machen. Put hier Passion in Play. 18 plus. This product is for ages. Okay. Naja, so gruselig schaut es jetzt nicht aus, aber egal. So, und zum letzten. Ein wunderschönes T-Shirt. Seht ihr das? Sehr schön. Cooles, wirklich cooles T-Shirt. Es ist... Achso, ihr seht ja nichts, gell? Coole Sache. Wirklich coole Sache. Jetzt zu dieser Jahreszeit vielleicht nicht ganz so zum Traum. Hier runter. Aber ja, gefällt mir. Gefällt mir. Gut, Freunde. Und somit ist die Box auch schon leer. Das war ein kurzes Unboxing. Ihr merkt es von den Schnitten her ein bisschen auf andere Art und Weise als die letzten Unboxings, die ich gemacht habe. So werde ich das beibehalten. Zumindest ist einmal ein bisschen ein Test, wie denn das so funktioniert. Und am Ende machen wir jetzt noch so einen. Ich stelle jetzt die ganzen Sachen, die drinnen waren, nochmal auf. Und ihr könnt euch das im Gesamten nochmal anschauen. Somit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Leute. Bis zum nächsten Video. Tschüss.